Ja, auch ich möchte sagen, dass wir auch eine Not haben, auch in unserem Hause. Kinder, die Christus nicht nachfolgen, offensichtlich nicht nachfolgen, einige vielleicht verdeckt, einiges mitspielen. Aber dennoch nicht entschieden Christus nachfolgen, dass ihr betet für unsere Kinder, auch vor allem aber für die, die das offensichtlich tun, Benjamin, Jonathan. Das ist eine Not. Ich wollte heute aus dem Neuen Testament ein paar Bibelstellen lesen, damit wir sehen können, wie manchmal eine Not da ist, die man gar nicht erkannt hat und erkennt, vielleicht einen falschen Blick hat und sieht, dass da vielleicht die Not ist und sich überhebt. Es ist so vielfältig. Ja. Die Not kann einen übermannen, plötzlich, die kann schon längst da gewesen sein, ohne dass man sie wahrgenommen hat, erkannt hat. Markus Evangelium lesen wir in Kapitel 15, von 29, ein Abschnitt bis 32, einschließlich Markus 15, von 29 bis einschließlich 32. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Und Lukas Evangelium über das gleiche Ereignis. Lukas 23, Kapitel 23, vom Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zu rechten, den anderen zu linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie hinzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechische, lateinische und hebräische Schrift. Diese ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gleicherweise, denn wir empfangen gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Bibelverse, die wir gelesen haben, sind die wichtigsten, das sind die Kernpunkte des Evangeliums, der wahren christlichen Lehre meines Glaubens, deines Glaubens, Bruder und Schwester, die du dich bekehrt hast, lieber Seele, und Christus anhängig geworden bist. Wir haben gesehen, in diesem Ereignis, diesem zentralen Ereignis, wo Christus Jesus ja schon am Kreuz ist, wo jetzt das Ende kommt von einem gewissen Abschnitt des Lebens, nicht nur bei Christus. Wir sehen, dass es hier insgesamt, ich habe jetzt 5 Gruppen aufgezählt,
der Beteiligten. Eine Gruppe ist auch, wenn nur eine Person oder zwei dazugehören. Also die erste, das waren die beiden Räuber. Die zweite war das Volk. Dann waren die Obersten. Dann waren noch Kriegsknechte. Und dann war Christus Jesus selber, der Gekreuzigte, wie wir gelesen haben, mitten am Kreuz. Und diese Gruppen, jeder hat so etwas vorzubringen gehabt, etwas zu tun an diesem Ort, den man Schädelstätte nennt. Wir haben gelesen in Markus, sowohl in Markus, aber auch in Lukas, das ist sehr, sehr auffallend, womit sich die Gruppen beschäftigt haben. Das ist, gemeinsam hatten sie diese Räuber, das Volk, die Obersten und die Kriegsknechte. Sie haben kein Mitleid gehabt. Wenn wir so allgemein gucken, die Gruppe selbst, das auffälligste war, da war kein Mitleid bei denen. Aber wenn nur das gewesen wäre, nur gut, ein hartes Herz haben wir manchmal auch, ja? So gleichgültig sein. Ich glaube, das kennen wir. Vor allem, wenn es nicht meine Not ist oder ich verkenne die eigene Not. Ja, das ist hier und bei mir alles gut. Das ist eine schlechte Voraussetzung, wenn du wirklich denkst, bei dir ist alles gut. Bist du schlechter, da sind wir schlechter Tröster. Wir verstehen es dann nicht, wie es dem anderen gehen könnte. Diese Menschen, diese Gruppen, als sie gesehen haben, was hier passiert, Christus im Vers 34 haben wir gelesen, er von sich hat im Vers 34 gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So, und dann ging es los, dann war die Beschäftigung, das ist die Beschäftigung der Menschen, heute auch. Auch jetzt, wir sind hier vielleicht 100, 140 Leute, die sich erstmal beschäftigt haben mit dem hierher kommen, bei diesem schönen Wetter. So, jetzt sind wir hier und beschäftigen uns auch unterschiedlich. Dann gibt es aber noch eine große Gruppe, die gar nicht zum Gottesdienst gegangen sind, auf unterschiedliche Art und Weise sich beschäftigen. Und letztendlich aber, alle wir, und das ist wichtig für uns zur Kenntnis zu nehmen, am Ende wird alles das, was wir getan haben, zusammengeführt und wird dann in einen Bezug nur genommen, in Bezug auf Gott. Was meine Beschäftigung, was wir alles so gemacht haben, gebracht hat. Wir haben uns auf Arbeit beschäftigt, in der Schule beschäftigt, der eine mit dem Abschreiben, Spickzettel machen, der andere betrügen, viele Dinge. Und dann werden wir irgendwann geprüft. Es ist schlecht, lieber Bruder und Schwester, wenn wir uns in unserem christlichen Leben nie mit der Ehre Gottes beschäftigt haben, Gottes Ehre zu suchen, eine Gelegenheit zu suchen, in unserem Leben Gott die Ehre zu geben. In der Schule, Ausbildung, Arbeit, zu Hause, in der Ehe, Gottesdienst. Aber so echt, nicht mit Lippen, so echt vom Herzen. Die Menschen haben sich hier beschäftigt und haben etwas getan. Erstmal ging es um das Gewand. Sie haben ein Los darüber geworfen. Sie waren korrekte Leute. Also du musst korrekt sein, alles. Ne? Wer das richtige Los, also kriegt das Gewand. Aber das war eine Beschäftigung. Da ist einer, der leidet, der betet, der bittet. Aber sie haben sich damit beschäftigt. Und dann kommt das Volk. Das Volk stand da und sah zu. Wisst ihr, unsere Herzen sind wirklich so perfide und so schlimm. Deins und meins, wir würden Freude haben. Also an dem, wie der andere leidet. Oder denkst du, du gehörst nicht zu dem Volk? Sie standen da und sahen zu. Das Fehlen des Mitleides aufgrund des harten Herzens, Christus hat getadelt, die Pharisäer auch an einer Stelle, dass aufgrund der Hartherzigkeit man auch nicht glauben kann. Früher gedacht, welche Verbindung gibt es da? Ja, es gibt, weil Gott es sagt. Und das ist oft bei uns so. Diese Hartherzigkeit bewirkt aber auch noch etwas. Und das ist hier auch allen zu eigen gewesen, allen Gruppen. Und das ist mir so die letzte Zeit so aufgefallen. Sie haben so Lust gehabt zu spotten. Nicht nur gleichgültig zu sein zu dem, was mit Christus passiert, der die Kranken geheilt hatte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, das ist realistisch, dass da einige dabei waren, die profitiert hatten von dem Dienst des Sohnes Gottes. Aber wenn die nicht in Christus wiedergeboren waren,
waren sie imstande zu spotten, sich lustig zu machen. Das sind hier Menschen. Diese große Gruppe, ich denke mal zahlenmäßig die größte da, die aufgewiegelt war durch die Pharisäer, durch die obersten Schriftgelehrten, sie sahen zu. Das waren ja auch diejenigen, die letztendlich von der Stimme her, diese eine Stimme waren, ja Barabbas, also wen, also klar den anderen, weil er zu ihnen gehörte, das ist eine von deren Gesinnung, das passt auch alles. Und lasst uns nicht zu sehr empören über diese Menschen, sondern in unsere Herzen schauen, in unsere Herzen. Welche Bedeutung hat Christus für dich als Gemeindemitglied, der du vielleicht ja schon jahrelang Mitglied der Ortsgemeinde bist, dir noch nie Gedanken gemacht hast, dass dein Leben ein Spott ist vielleicht? Dass dein ganzes Handeln, deine Vorgehensweise, dein nicht nur Denken, Handeln, dein Wandel, alles ein Spott ist gegenüber Jesus Christus. Der ist zwar nicht mehr am Kreuz, der ist im Himmel, aber es ist derselbe. Das ist der, der am Kreuz war. Das Volk stand da und sah zu. Nur wenn sie jetzt nur das gemacht hätten, aber, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen. Da schließt sich noch eine Gruppe an. Die spotteten schon. Also der Satz lässt darauf blicken und erkennen, dass die schon gespottet haben, die schließen sich an. Da wird man sich schnell einig und sprachen, andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst. Und hier geht es los gerade. Mit der Blindheit des Volkes und der Pharisäer, aber besonders der Pharisäer. Denn sie hätten es wissen müssen. Das waren doch die Kundigen, die haben doch die Schrift gehabt. Er rette sich selbst. Wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Spielst du immer noch vielleicht mit der Frage, ist er dann nun wirklich der Richtige? Und du bist Gemeindemitglied. Vielleicht bist du Kirchengänger in der christlichen Familie geboren. Ist er nun wirklich der Christus, den mir die Eltern beigebracht haben, die Gemeinde, der gepredigt? Ist er denn nun wirklich oder ist es so vielleicht? Vielleicht bist du auch getauft schon auf den Namen Christi. Aber stellst immer noch die Frage, vielleicht nicht spöttisch, vielleicht als Suchende. Aber er ist es, er ist Christus. Er wird es zeigen jetzt gleich. Und du kannst es erkennen in deinem Herzen. Und dann kommen die Kriegsknechte, das ist dieses harte Material, das sind diese Werkzeuge, die auch die Juden benutzt haben, um das zu machen. Sie müssten jemanden haben, der das ausführt, das tut. Deren Herz war die Quelle für das Böse, war der Anlass, damit das passiert. Sie haben die angestiftet. Aber damit sie nachher sagen, wir haben damit nichts zu tun. Bis heute streiten sie es ab und sagen, die Römer waren das. Was für ein Unsinn. Die Bibel sagt, nein, 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 die waren das. Zu den Seinen ist er gekommen und sie haben nicht angenommen. Freu dich, lieber Christ, wenn du an die Bibel glaubst und sie liest. Freu dich, das ist eine reine Quelle, das ist eine Kraft, die in jede Situation dich in jede Situation durchführen wird. Da gibt es keine Ausnahme. Freu dich. Nicht irgendwelche Satzungen oder vielleicht auch Traditionen, die dann irgendwo wanken, weil Traditionen ändern sich hier nach dem, wo man gerade lebt. Und dann auf einmal bricht alles zusammen. Aber die Bibel nicht, die ändert sich nicht. Er ist derjenige, der der Auserwählte Gottes ist. Er ist der Sohn Gottes. Er war am Kreuz. Er hat gebetet für dich und für mich und für diese Menschen, die hartherzigen, hochmütigen, die gespottet haben. Bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Die Kriegsknechte haben noch das auch gesagt. Denen könnte man das nochmal sagen, das ist deren Job, deren Arbeit gewesen. Die waren hart ausgebildet, waren dafür, aber die anderen, nein, 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 unterteilt nicht. Alles gleiche Mensch da und da. Der eine hat sich für das entschieden zu tun, Arbeitsmittel, der andere für das, aber das Herz ist hier entscheidend. Sie haben gespottet über den, weil er war hilflos. Wir müssen uns vorstellen, wir hören immer wieder, wenn wir das Abendmahl feiern, Passion Christi, dieses Leiden, und dann wird auch Christus beschrieben. Ich muss zugeben, jahrelang habe ich selber immer wieder das gehört, auch am Abendmahl teilgenommen, aber mich nie beschäftigt so, wie könnte das denn wirklich ausgesehen haben? Es ist ja so gewesen, der Sohn Gottes ist ja ein Mensch, und er war so zugerichtet worden,
dass Pilatus selber also überrascht war über das, was auf ihn ausgeschüttet wurde. Er hat zwar den Befehl erteilt, was man ihm machen kann oder die Erlaubnis, aber als er ihn gesehen hatte, ist ein Mensch. Ja, das ist nochmal zu erklären, ist ein Mensch, aber schrecklich. Die Menschen durften so dieses Böse ausleben, aber nicht in Bezug auf einen Menschen. Im Endeffekt wissen wir Christen, Gott hat es ermöglicht, dass man nicht nur anspuckt und schlägt, sondern dass man die Nägel reinschlägt in die Hände, in die Füße. Dann ist es nachvollziehbar auch für mich als Mensch, wenn der am Kreuz, das ist schwierig jetzt anzunehmen, dass es Gott, der Wunder bewirken kann, der etwas tun kann. Welche Kraft ist in ihm, wenn er nicht mehr die Kraft hat, sich selbst zu lösen von den Nägeln? Und dann kommt dieser Spruch oder quasi so eine Bitte. Wenn du herabsteigst, wenn du das beweist, wenn du diese Kraft hast, dann werden sie glauben. Und dann kommt ein kleiner Zusatz. Sehen und glauben. Das Perfide in unserem Herzen. Dieser Handel, den wir immer wieder mit Gott treiben, auch heute. Wenn du das tust, dann werde ich glauben. Und ich weiß gar nicht, ob ich glauben werde. Das ist Hochmut. Wenn du das tust, dann sehe ich das nämlich wahr und glaube. Und Christus sagte zu Thomas, nein, nicht das will ich. Ich will das, wenn ihr es nicht gesehen habt, nicht seht, jetzt auch, glaubt. Und dann ist es Glückseligkeit. Und das hast du, lieber Bruder und Schwester und ich, wenn es so ist. Steig herab. Die brauchen Wunder. Die müssen was anschauen, was anfassen. Ja, das ist das Leben unserer Generation und der jüngeren Generation heute. Die brauchen Erlebnisse. Immer wieder höre ich das auch aus anderen Denominationen. Da muss was sein. Und in der Bibel steht geschrieben, Johannes 12, obwohl er so viele Wunder getan hat, die waren wahrnehmbar, glauben sie nicht. Schrecklich. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechische, lateinische und hebräische Schrift. Dieser ist der König der Juden. Diese Menschen hier, diese Gruppen, alle gleich, alle. Keiner hat sich da also hervorgetan im Positiven. Auch die Jünger, wir wissen doch, wie das gelaufen war. Also was für ein Unglauben, Angst da war, was für Entfernung dann. Einer sagte, ich kenne diesen Menschen nicht. Er kennt ihn nicht mehr. Der ihn aus dem Wasser herausgerettet hat, wo er unterging, wenn Christus nicht die Hand ausgestreckt wäre, untergegangen. Petrus hätte es nicht mehr gegeben. Aber das ist Christus Jesus, der Sohn Gottes, der auch heute sich um seine Kinder kümmert. Und er wird das immer machen. Und einmal werden wir als Gemeinde mit ihm sein im Himmel und dann ist noch ganz alles anders. Heute haben wir noch Anfechtungen. Wir haben heute so viele Nöte vorgetragen. Das werden wir nicht mehr haben. Und ich habe es für mich jetzt mitgenommen aus der Situation, die wir haben, Krise, Pandemie, wie das auch immer heißt, Krankheit, alles, Krankenhausaufenthalt und alles, dass es eins klar ist für einen Christen wird es nur noch besser. Egal was kommt, für einen echten Christen wird es nur noch besser, es wird nicht schlechter. Weil irgendwann ist die Entrückung oder der Herr macht es so, dass er individuell abholt einen und dann sind wir im Himmelreich. Und dann ist alles weg. Wofür wir gebetet haben, brauchen wir nicht mehr zu beten. Wo Schmerzen und Tränen waren, ist alles vorbei. Aber richtig. Das ist unser Glaube. Und der Bruder hat schon gesagt, uns glauben, dass wir den einfachen Glauben haben, den einfältigen Glauben an Jesus Christus, den nicht kindischen, sondern kindlichen. Und hier waren diese Menschen alle, diese Gruppen, die haben eins im Sinne gehabt, spotten über den, der schwieg. Sein Reden war, damit denen vergeben wird. Denn sie haben etwas getan und er wusste, was sie noch tun werden, was schrecklich heftig war. Und dieses Gebet hat sie zugedeckt in ihre Bosheit, in ihre diese Verdrehtheit. Und das gilt auch für uns, Brüder und Schwestern, liebe Seele, auch für dich. Dein Überleben ist durch Christus und seine Gnade. Das Überleben unserer Kinder, da wo sie gerade auf dem Weg des Bösen sind, Böses zu tun. Ich wusste es später auch, dass es so war in meinem Leben.
Als ich auf dem Weg da war, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, aber später wusste ich, dass es die Gebete waren der Heiligen, die in Christus geheiligt sind. Aber die haben sich jetzt nicht damit beschäftigt. Die haben einen Gedanken gehabt, zu spotten und das aber in eine Form, in eine frommen Form zu bringen. In eine frommen Form. Die haben das immer verbunden mit dem, ja, wenn du das wirklich bist, was wir gehört haben, was du von dir behauptet hast, dann musst du Beweise liefern. Wisst ihr, Brüder und Schwestern, Zuhörer, diese Menschen haben eins wirklich verkannt, aber sie haben nicht erkannt, dass sie in eine tiefe Not steckten, selber. Die haben wirklich gedacht, dass Christus in einer Not ist, weil so aussehend und dann angeblich keine Kraft habend, um dann loszuwerden von dem schrecklichen Tod, eigentlich eine Erfindung, ein Instrument der Römer, die bekannt waren dafür, die erfinderisch waren, aber auch du und ich, wir oder ich und du, wir sind auch erfinderisch aufs Böse. Christus Jesus war am Kreuz, die waren drumherum, haben Fragen gestellt, Aufforderungen, haben gespottet und dachten, der ist in einer Not. Und das ist falsch. Die sagen, rette dich selbst, Vers 37, und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Wir merken, wie töricht wir sein können, wir, nicht die, wir. Wir verstehen gewisse Dinge nicht, die eigentlich sehr einfach sind. Und das ist eine Sache, richtige Aufteilung. Wir sind in der Not, du, lieber Mensch. Du brauchst Rettung. Du denkst, es geht dir gut. Du denkst es wirklich. Und zwar kommt da noch hinzu, noch törichter, du denkst auch noch, dir geht's gut, weil du es alles veranlasst hast. Also weil du derjenige bist, der dafür gesorgt hat, dass es dir gut geht. Weißt du eigentlich, dass es innerhalb von ein paar Minuten so sein kann, dass du nicht mehr atmen kannst? Aber so richtig, echt. Dir fehlt die Luft und du bist tot. Wer ist in der Not? Die sagen, rette dich selbst und dann, wenn du absteigst, herabsteigst vom Kreuz, dann werden sie glauben. Oh, was für ein königliches Geschlecht. Die stellen Bedienung dem Sohn Gottes. Die verkennen es. Das müssen wir auch für uns festhalten. Oft verkennen wir unsere Lage und Situation. Wir denken, ich habe alles im Griff. Es läuft alles nach meinem Plan. Ich habe alles geplant. Es ist ja sowieso in dieser Gesellschaft hier, es ist auch gut so, für gewisse Vorgänge, vor allem was Arbeit angeht oder auch Schule, Ausbildung, es ist gut, wenn du alles planst und noch besser, wenn du dich daran hältst, an diese Planungen. Aber plane deine Gesundheit. Plane deinen Tod, dass er nicht kommt zu einem gewissen Zeitpunkt, wo Gott sagt, er kommt. Plane das. Die haben gesagt, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Wer waren das denn? Im Vers 39. Und das ist diese Gruppe. Also für mich, wir haben ja noch in anderem Evangelium haben wir über einen Hauptmann, das ist einer, der zu den Soldaten, zu den Kriegsknechten gehörte. Hauptmann, das war einer, der schon etwas zu melden hatte. Ne? Nicht einfach nur ein Soldat. Und wir wissen, er kam zum Glauben. Er hat erkannt, aufgrund von gewissen äußeren Umständen, dass das der Sohn Gottes ist. Der gehörte auch zu einer Gruppe, die dafür waren, um Christus umzubringen. Am Ende kommt er zum Glauben, dieser Hauptmann. Er hat seine Augen auf den gerichtet, der für ihn gestorben ist. Dann war das Volk, sie sahen zu, wann wird er richtig tot sein, der König der Juden. Dann waren die Schriftgelehrten, die das Wissen hatten, die auch das alles so gemacht haben, dass Christus umgebracht wird. Auch sie spotteten, Kriegsknechte, eine bekehrt sich. Und diese zwei Übeltäter, das waren zwei. Und wir lesen in einem Evangelium, dass sie beide gespottet haben. Sie haben über Christus gespottet und auch im Prinzip das Gleiche. Man muss sich vorstellen, von der Entfernung, das war so, man konnte ja hören, die Sachen. Ja. Da redet das Volk, schreien, schlagen sich die Brust.
und auch diese, die beiden, gleiche Tod, gleiche Vorgehensweise am Kreuz. Wir lesen über die beiden, dass sie Räuber waren, Übeltäter oder Räuber. Und es ist anzunehmen, dass die zu Recht verurteilt wurden, die beiden. Es war ein Gerichtsverfahren und die wurden verurteilt und haben zu Recht diese Strafe bekommen, weil sie das selber sagen. Zumindest der eine sagt es jetzt dem anderen nochmal klar, aber ich denke, die haben sich auch selber unterhalten. Das Leben ist zu Ende. Und nun sind die beiden da und haben auch nichts anderes zu tun, als zu spotten. Das sind wir. Wir sind manchmal so im Bösen, nicht nur erfinderisch, sondern auch so heimtückisch. Dann sind wir auch noch so beständig, beharrlich. Wir wollen nicht nachlassen. Ich will unbedingt ihm wehtun. Und wenn es mir nicht gelungen ist, starte ich den zweiten Versuch. Und diese Übeltäter sagen, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Was für eine Vorstellung. Die wurden verurteilt, jetzt ist der Tod, das sind vielleicht Minuten, vielleicht Stunden, je nachdem, welche körperliche Kraft gerade in einem noch da ist. Aber eins ist klar, in diesem Zustand war eins war eindeutig, absolut, das wussten wir auch. Es geht nicht mehr nach oben, es geht runter, das Leben nimmt ein Ende. Die werden nicht mehr stärker, sondern schwächer, schwächer, bis er abgelebt hat, kann nicht mehr leben. Ja, es gibt sowas, dass einer aufhört. Ich weiß, ich glaube, ein Bruder von unserer Gemeinde damals im hohen Alter, der hat aufgehört zu leben, weil das Herz stehen geblieben, keine Krankheit. Es war keine Krankheit, nicht. Einfach aufgehört. Das Leben ist zu Ende. Das ist so. Hier war das so, dass Schmerzen hinzugefügt wurden und dann durch Ersticken hat man gesagt, so dass es dann so war, dieser Vorgang, dass sie nicht mehr atmen konnten, weil das ganze Gewicht nach unten ging. Da hat man zwar so einen Flock noch waagerecht angebracht, damit man sich immer wieder ein bisschen aufrichten kann und Luft holen. Ich glaube, die ein bisschen Corona hatten, können vielleicht das so nachvollziehen, wenn die Luft fehlt. Ja, so ist schlecht. Aber hier war das wirklich so vorgesehen. Und diese beiden waren in der Situation, vielleicht war das noch so, dass sie noch dachten, vielleicht gibt es noch eine Lösung. Aber nein, sie wussten schon, dass es vorbei ist. Also von selber geht nichts mehr. Der Rechtsanwalt, der hat versagt, hat es nicht hingekriegt, sie rauszuholen aus dem Gerichtsverfahren, dass man sagt, vielleicht 10 Jahre anstatt Tod, 10 Jahre Gefängnis. Und sie sagen, wenn du der bist, von dem wir gerade gehört haben und nicht so viele Informationen, wenn du wirklich der bist, dann rette dich selbst, ist ja auch gut, aber danach uns. Vielleicht am besten noch umgekehrt. Uns und danach ist egal was. Rette dich selbst und uns. Aber was war die Vorstellung von der Rettung? Runter vom Kreuz und weiter zu rauben, umzubringen, zu stehlen, zu sündigen. Das ist das Leben manchmal. Auch viele vielleicht junge Christen, die sich Christen nennen, wo man sagt, naja, es ist gar nicht mal so schlecht, vielleicht ein bisschen Heilsgewissheit zu haben in Bezug auf das, dass es mir wohl ergeht. Aber ich will weiter Dinge machen, die mit Christus nichts zu tun haben, gar nichts. Das ist auch zu wenig auch. Mit Christus nichts zu tun haben, muss ja nicht gleich eine Sünde sein. Das sind Dinge, die man einfach nicht zur Ehre Gottes tut. Aber es geht um viel mehr. Ich will auch noch Sünde tun als Christ. Ich will in der Sünde leben. Und Gemeindemitglied sein, ich will aber auch wirklich so mich zählen zu denen, die bemüht sind, Gott die Ehre zu bringen, die bemüht sind, auch Entbehrung, Dinge auf sich zu nehmen, zur Ehre Gottes. Auch das gibt es. Aber diese, die wollten runter, die wollten, damit man sie runternimmt und dann weiterleben. Was hätte das Leben gebracht? Bis zum nächsten Urteil. Vers 40, der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und hier merken wir, das ist unser Leben, Brüder und Schwestern. Das ist Apostelgeschichte damals, wo Paulus unterwegs war in Athen. Wissen, er hat da gepredigt. Und da kamen Menschen, gebildete Poeten, also Dichter. Und auch da hat sich die Gruppe dann geteilt. Es waren welche, die kamen zum Glauben, sind nachgefolgt Christus, waren welche, die haben gespottet, also gelacht. Und dann gab es noch eine Gruppe, die sagt, wir kommen später nochmal. Aber das ist das Gleiche, ist eine Gruppe, kann man zusammenfassen. Die Christus nicht angenommen haben. Und auch hier,
stellvertretend für die heutige Situation, für diesen Gottesdienst, für das Leben in den Familien. Der eine sagt hier, sag mal, erkennst du nicht, fürchtest du auch Gott nicht, so wie die anderen. Es reicht, er hat es verstanden. Hier passiert etwas, das muss ich jetzt mir zum Nutzen machen. Es gehen Minuten, vielleicht sind das Stunden zu Ende, aber ich muss zusehen, es geht um etwas anderes. Es geht nicht um das Absteigen vom Kreuz und weiter dahin leben und danach sterben wieder. Die sind ja tot, eigentlich sind sie tot. Sie sind verurteilt und das ist vorbei. Und gar nicht eigentlich, sondern die werden als Tote nachher runtergenommen. Auch Christus. Aber diese beiden, die haben was im Sinn gehabt, zuerst zu spotten, zu lachen, sich anschließen der Mehrheit, kennen wir das? Die Mehrheit macht das und dann ist es schwierig gegen den Strom, dann ist es schwierig. Du siehst so dumm aus, dann denkst du, wenn du nicht mitmachst. Und er hat mitgemacht. Aber wenn es um deine Seligkeit geht, hör auf, töricht, dumm zu sein. Denke nach, was bringt es dir? 70, 80 Jahre, so ist das. Gott hat es beschlossen, 70, 80 Jahre. Im Schnitt sind das hier, europaweit ist es genau so, wie der Psalm es sagt. 70, 80 Jahre, vielleicht weniger, vielleicht mehr, aber im Schnitt ist es so viel. Und wisst ihr was danach? Der Tod. Die beiden waren wohl jünger, diese Räuber. Und der eine sagt, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Auch wir, die meisten, wir waren in der Welt mit denen, mit den anderen Räubern, wo wir irgendwann gesagt haben, nein, also das ist nichts für mich, ich will nicht. Ich fürchte Gott, weil ich eine Predigt gehört habe, ein Traktat gelesen, Kassette gehört. Ach, weil meine Eltern mir das gesagt haben, von klein auf. Mit 5 Jahren, mit 4 Jahren habe ich das in der Kinderstunde gehört, dass es den ewigen Tod gibt und das ewige Leben. Und dann sagst du, nein, ich fürchte Gott. Und vielleicht sagst du auch dem anderen, deinem Freund, er soll anfangen, Gott zu fürchten. Da du doch in dem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Auf einmal erkennt er, dass er in einer Not, in einer echten Not ist. Er erkennt, also nicht er, ist immer noch Christus, immer noch am Kreuz. Und das ist das Herrliche, das ist dieser rettende Glaube, den wir haben dürfen. Dieser rechte Glaube. Nicht diese, es gibt ja Gläubige, die sagen wirklich auch heute noch, es geht nur um Wunder. Auch damals waren so. Die haben nicht gesagt, wir sind Atheisten. Die haben gesagt, wir wollen glauben. Aber es müssen hier Bedingungen erfüllt werden von dir, du Sohn Gottes. Und auch heute gibt es solche. Wenn Gott nicht nach dem geht und handelt, was ich mir vorstelle, diese Wunschglaube. Also der Glaube wird gleichgesetzt mit dem Wunsch des Herzens. Wenn das so klappt, dann glaube ich, dass es dich gibt. Wenn du das so machst, dann werde ich gehorsam sein. Es ist wirklich ein rechter Glaube, den Mose, Josef, Abraham hatte oder David. Dieser Mann hat hier verstanden, ich habe hier etwas verkehrt gedacht. Ich bin in der Not jetzt. Zuerst dachte er, rette dich doch. Hat sich aber auch mit reingenommen, die beiden. Ich weiß nicht, ob einer nur gesprochen hat oder die beiden oder abwechselnd. Und dann merkte er, es geht um viel mehr. Es geht nicht darum, dass man mich jetzt runternehmen soll vom Kreuz. Das werden die sowieso nicht machen. Die freuen sich auf meinen letzten Atemzug. Das sind die Menschen. Weil dann ist ein Gericht. Das ist ein gerechtes Gericht auch. Gott hat es zugelassen, dass die gerichtet wurden. Und Gott hat nicht vorher gesorgt, dass man die freispricht oder diesen einen freispricht, dass er einen guten Anwalt bekommt oder Geld bekommt und jemand bezahlt für ihn eine Ablöse. Gott hat zugelassen, dass er tot wird, richtig tot. Sein Leib war am Sterben, aber er wollte was anderes. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Brüder und Schwestern, es gibt eine Königsherrschaft, die ist nicht von dieser Welt. Bitte lasst uns das auch nicht verbinden. Wir sind hier wirklich zeitliche Bürger. Das ist echt zeitlich.
Und Gott hat das festgelegt. Und das ist nicht, wie man sagt, Wunschkonzert, dass man sagt, na ja gut, Gott hat festgelegt für dich, für mich nicht. Für alle, dass es ein Zeitpunkt kommt, wo man stirbt. Und dann ist alles das, was wir hier angehäuft haben, alles, neulich mit einem gesprochen, der auch schon im Fortgeschrittenen um die 70, ja, das ist eigentlich ein Alter, wo man vielleicht mit Sarkasmus sagt, dass er anfangen soll nachzudenken oder vielleicht schon zu spät ist über die Seele. Nein, also es ist alles, ich habe gut gelebt, ich denke, ja, aber was ist mit dem, wenn die Seele da landet, wo schrecklich ist? Nein, mein Körper, wir alles zufrieden. Der Körper, sage ich, das ist ja das Wertloseste, was in dieser Kiste da liegt. Das Wertvollste ist selbst das Holz oder die Griffe an dem. Und das wollen die Menschen nicht, die stoßen das hinweg. Aber es ist tatsächlich, das ist jetzt nicht übertrieben, da ist einfach ein echter Tote, den man eingraben will. Egal wie nahe einem ist, egal. Und dieser Mann hat hier verstanden, es geht um viel mehr. Es geht nicht nur um den Körper, der jetzt da blutet, der jetzt dahin scheidet. Es geht um etwas mehr. Er hat es verstanden. Aber das Wunderbare ist noch, was er verstanden hat, hier gibt es einen, der das Problem lösen kann. Ein großes Problem. Ein großes Problem. Wenn du dabei bist zu sterben und hast keine Erlösung, du hast keine Heilsgewissheit, du liegst da und hast Angst und keine Lösung, keine Erlösung. Und viele denken und sagen, auch berichten, ja, nee, die haben keine Angst, das ist so, der ist so in den Tod hingegangen. Das ist das, was wir vielleicht wahrnehmen mit dem Auge oder mit dem physischen Ohr. Was sich in der Seele abspielt, die letzten Sekunden, da, wo einer anfängt zu atmen und noch denken, ja, wo gehe ich jetzt aber hin? Und vielleicht schon, wie ein Bruder sagte, mit dem Winkel des Augens sieht, wie schrecklich es da lodert, wie wir singen, und brennt. Und es ist vorbei. Und der hat es erkannt und sagt hier, nee, es gibt was anderes. Da gibt es ein Königsreich, eine Königsherrschaft, die ist nicht von dieser Welt. Und er hat mit diesem Holz und Kreuz und Nägel und dem Blut, was jetzt mit diesen physischen Sachen nichts mehr zu tun. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie das passiert ist. Warum? Aber es ist passiert bei ihm. Und eins weiß ich, jeder hat heute die Möglichkeit, jeder, ob zu Hause, wenn man zuhört, im Auto, überall, wo man sich befindet, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, sich für Christus zu entscheiden und ihn wirklich bitten und sagen, mein Herr, ich will mit dir sein, damit ich bei dir bin. Und das ist Tatsache. Und er sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du deine Königsherrschaft kommst. Die Antwort ist herrlich. Das ist keine Religion und das ist nichts, was ein Mensch produzieren kann. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er zerstört alle Vorstellungen menschliche, unsere Planung, unsere Gerechtigkeitsanstrebungen, Bestrebungen, alles das, was wir auch heute als Menschen, als Christen, wir haben es in Galater neulich auch gehört, uns vorstellen. Das passt nicht in das Judentum, in das religiöse Christentum, wo mit Werken umgegangen wird. Die Welt nicht, da wird man so gerecht und sagt, wie, der hat so viele Menschen, ich weiß nicht, wie viele ob er umgebracht hat. Auf jeden Fall solche Taten verübt, die den Tod verdient haben. Und Christus sagt, heute kommst du, heute, warum? Weil er gebeten hat. Er sagt, denke an mich. Er hat ihn angenommen als nicht einen, der von dieser Welt ist und einfach da stirbt, so in der Not, wie die anderen gespottet haben, steigt doch herab. Er steigt nicht herab. Was für ein Gott ist das? Der kann nicht herabsteigen. Die Nägel, die die Römer produziert haben, können ihn festhalten. An so einen Gott zu glauben, ist schwierig. Ja, ich bin froh, dass er sich aufgetan hat, mir als der Erlöser, der gestorben war, auferstanden und im Himmel ist. Und der so einen Räuber mitgenommen hat, das passt nicht in die Vorstellung. Ich glaube auch viele Christen, die durch die Werke versuchen, Christus zu besänftigen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist etwas Einmaliges. Und möge der Herr uns Gnade schenken, damit wir dafür danken. Du Bruder, du Schwester, wir dafür, was Christus getan hat. Hier ist etwas passiert, wo wir merken, und das ist so eine Extremsituation. Und alle wir Christen, ich bin mir sicher, wenn wir aufrichtig Gott nachfolgen,
Wir werden Extremsituationen erleben, weil wir die brauchen, um an Gott näher zu kommen. Wo wir merken werden, kein Mensch kann eine Stütze sein. Wir lesen im Neuen Testament, im Alten Testament, oft war das so, dass Gott sein Volk so geführt hat, dass Menschen geholfen haben. Durch Menschen wurde einem geholfen, der gläubig ist. Ob das jetzt, ich sage mal, Josef hat damals auch auf den Weinsteinkeller gesagt, wenn du rauskommst, gedenke an mich. Und letztendlich, ja gut, hat man gedacht, das sind Menschen. Ob das jetzt in der Zeit von Esther war, ja, das irgendwie Menschen. Und aber hier merken wir, da kann kein Mensch mehr helfen. Und das ist gut, wenn wir es kapieren endlich in unserem Leben, geistlich. Nur Christus alleine. Es gibt Situationen, da kann mir keiner helfen, die mir auch so noch nahe stehen. Beten schon, aber unterstützen in etwas. Und da ist es wichtig, dass wir den Glauben haben, den rettenden Glauben an den, der es vollbracht hat. Der die Macht, der das Recht hatte zu sagen, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das spornt doch an, Geschwister, oder? Sowas. Einem, der sagt einem, der es nicht geschafft hat, eine Taufe, den Taufkurs mitzumachen, Taufe anzunehmen, der hat es nicht geschafft. Keine Zeit mehr gewesen. Er musste in den Himmel. Aber erstmal sterben. Aber Christus ist für ihn gestorben. Für diesen Räuber, den Schrecklichen. Und es ist so herrlich, wenn wir erkennen, dass wir kein Stück besser sind als dieser schreckliche Räuber. Kein Stück. Nun, es ist nicht dazu gekommen, dass wir das Todesurteil haben über uns ergehen lassen. Es ist nicht dazu gekommen, aber das Potenzial haben wir. Möge der Herr sich verherrlichen durch unser Leben, durch unsere Gebete, ihm allein. Preis, Lob, Dank. Amen. Lasst uns beten.